Ein Entfaltungsorakel soll es heute sein. Das heißt, wir schauen heute auf die Singles, jene, die frei sind von jeglichen Fesseln, jene, die sich ja frei entfalten möchten, sei es ihr selbst oder vielleicht schaut ihr auch auf jemanden, auf die Kinder, auf die Enkel, auf Freunde und so weiter und so fort. Also heute geht's um die Singles oder eben auch um die Freiheit an sich. Ein Sprüchlein hat sich mir eröffnet und das heißt, das wahre Glück besteht darin, sich frei entfalten zu können, von Théophile Gautier oder Théophile Gautier. Ich würde sogar das Glück ersetzen durch Freude, also die wahre Freude besteht darin, sich frei entfalten zu können. Wieso dingelt eigentlich immer ein Gerät im Hintergrund? Das ist doch Wahnsinn. Ja, irgendjemand könnte sich auch bei dir melden, der oder diejenige dir ja ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wieder Freude ins Leben bringt. Und da steigen wir doch jetzt gleich mal ein mit den neuen Energien. Good News, also neue Menschen, neue Schritte, neue Projekte. Einmal mit dem Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Und einmal Orakel der Meerjungfrauen von Lucy Cavendish. Genau, so machen wir es. So do it. So we do it. Okay, wir schauen nach der Entfaltung. Was könnte denn jetzt für die lieben, freiheitsliebenden Lebewesen, Seelchen, denn so alles anstehen? Wir machen heute mal wieder ein bisschen was Ordentliches, würde ich sagen. Das heißt, wir legen die Karten mal wieder in Reih und Glied aneinander, untereinander, übereinander, nebeneinander, wie auch immer man es bezeichnen mag. Ob wir jetzt waagerecht oder senkrecht oder diagonal reingehen oder alles zusammen, das werden wir dann gleich sehen. Wer möchte, kann es natürlich umdeuten oder mitdeuten. Kopf, Herz, Tendenzen. Mittendrin, statt nur dabei, haben wir schon mal den Ring, den Zyklus, Kreislauf oder Verträge. Wenn ihr je nachdem, auf welches Thema ihr schaut, ne? Also Singles müssen ja nicht immer nur auf die Liebe schauen, es kann ja auch ein neues Berufungsthema sein, eine komplette Veränderung im Wohnwesen oder an sich selbst auch. Ja, das können wir auch sein. Hast hier eine Art Changing-Phase nun ist, ja, Aufbruch zu Neuem, ins Neue, weg von Altem, je nachdem, wo ihr euch befindet. Sehen wir das noch? Ja, am Rande des Wahnsinns, ja, da fällt auch schon eine Personenkarte oder eine Seelenkarte. Personen finde ich immer so ein bisschen unpersönlich, ja, also Person ist immer so eine Art Portion für mich. Also es ist immer, für mich ist eher Mensch oder Seele oder Lebewesen. So, zack. Die kam aber angeflitzt hier Richtung mir, Jungfrau. Halleluja. Okay, gut. Wir schieben es noch ein bisschen in die Höhe, damit wir alles im Bilde haben, im Blick. So kann man es gerade noch so stehen lassen. Am Unterdeck steht die Kommunikation oder auch Oberflächlichkeiten oder schriftliches Papierkram, Chat. Manchmal ist es auch ein Telefonat, wobei Telefonat meistens mit den Vögeln angedeutet wird. So, jetzt haben wir diesmal geklärt. Irgendetwas darf losgeschickt werden an Brieftauben, Informations oder es kommt etwas auf dich zu. Ich habe ja euch schon hier angedeutet, dass hier der Ring drunter ist, ja, es können auch Vertragsdokumente sein, ja, oder auch ein Kreislauf. Also zentrales Thema heute ist eine Verbindung, Verantwortung, Verbindlichkeit oder auch Verbundenheit. Zu wem oder was fühlst du dich verbunden oder wo möchtest du dich vielleicht auch verbindlich oder erkenntlich zeigen? So, dann fangen wir doch gleich mal oben links an und gehen dann reihum. Das Haus, also die Stabilität, die auf dem Kopf liegt, also Instabilität, die Liebe, Liebe gleich daneben. Dann haben wir den Seelenbären oder Mut, Kraft, Stärke auf dem Kopf. Ja, was ist denn da los? Den Sarg auf dem Kopf. Und der Fuchs ist richtig rum.
Die rote zeigt hier in diese Richtung, das heißt, alles davor ist die Wahrheit. Vielleicht erkennt man jetzt erst die Wahrheit. Die Wahrheit, wofür etwas gut ist. Warum wurde dein Leben auf den Kopf gestellt? Warum hat jemand vielleicht dir den Kopf verdreht? Warum hat etwas in der Liebe oder in der Verbindung, in der Partnerschaft oder in einer Vertragsangelegenheit, Projekte, Berufungsthemen nicht funktioniert? Weil die Wahrheit noch nicht sich dir präsentiert hat. Das kann natürlich im weitesten Sinne auch ein Mensch sein, ja. Das kann auch ein Mensch sein. Das können beides Seelenkarten sein, sage ich jetzt mal. Der eine ist der Stratege, eher im Kopf. Und der Bär ist vielleicht eher im Bauchgefühl, ja. Man könnte auch sagen, der Bär ist ein bisschen fülliger, ja. Vielleicht ist es hier eine fülligere Person. Und der hier ist ein bisschen rankschlank, ja, vielleicht sogar ein bisschen dürr, kann man auch sagen, ja. Also vielleicht, wenn ihr auf mehrere Menschen schaut, kann es sein, dass es hier die Energie ist. Ansonsten würde ich sagen, das ist eher eine aktiv männliche Energie und das ist eher so die weibliche, passive Energie, also so ein bisschen gemächlich angehen, ja. Gut, wir schauen mal weiter, soweit mal in den Kopftendenzen, wer oder wie was vielleicht ist oder auch visionell wahrgenommen wurde. Am Kopf sind ja auch die Augen oder auch der Geruchssinn. Deshalb ist es nicht nur das Gedankenkonstrukt, sondern vielleicht auch, dass du zwei Menschen in deinem Umfeld wahrnimmst oder schon wahrgenommen hast, ja. Es kann auch sein, dass jemand dich vielleicht jetzt an jemand anderen verliert, weil derjenige nicht in die Pötte gekommen ist. Oder derjenige vielleicht zu viel im Verstand war, zu viel im Kopf, zu viel Auflagen an dich hatte, die du zu erfüllen hattest. Und du sagst, nee, also da fühle ich mich total unwohl, vielleicht sogar kontrolliert und beobachtet. Das möchte ich nicht. Ich möchte lieber einen Menschen, der im Herzen ist, im Gefühl, also der Seele im Bauch folgt. Ja, vielleicht hat derjenige auch ein Bäuchlein. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Ja, manchmal habe ich auch so die Intuition, dass Menschen mit Bauch oder Bauchansatz mehr Raum der Seele geben, also vielleicht gefühlvoller agieren können. Ja, das heißt nicht, dass jetzt die super sportlichen Menschen keine Seele haben oder die sie nicht wahrnehmen oder gefühlslos sind, aber sie halten es mehr zurück. Ja, das ist wie wenn man wenn man den Stuhlgang zurückhält, ja. Also man lässt es nicht raus, man lässt es nicht fließen, ja. Also ich bekomme wieder Inputs rein, also sorry Leute, aber so bin ich nun mal. Ja, wir haben die Brücken, ja, oder auch eine Verbindung herstellen. Das kam mir heute tatsächlich beim Aufwachen auch in den Sinn, dass die Brücken ja nicht nur Verletzungen heißen und Wundheilung, sondern eben auch die Verbindung. Ja, man möchte sich hier vielleicht verbinden. Ja, vielleicht zwei Seelen, zwei Herzen. Wir haben den Baum, also Heilung, Stabilität, Verwurzelung, allerdings auf dem Kopf. Ja, also das heißt, hier hat man sich noch nicht verbindlich gezeigt dir gegenüber oder du konntest dich nicht für etwas konkret oder jemanden entscheiden. Ja, also es ist alles noch so ein bisschen in der Schwebephase. Ja, es könnte mit Berufungsthemen zu tun haben oder auch Hobby oder etwas, was einem auch am Herzen liegt, so, wie soll ich sagen, ja, an Visionen, ne? Also jetzt nicht unbedingt die Liebe, aber der Anker, wie gesagt, kann ja auch mit Hobbys zu tun haben. Wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann muss man ja nicht mehr arbeiten, heißt es, ne? Das passt ja so ganz schön als Sprüchlein. Ja, die Würfel auf dem Kopf, das heißt eben, man wägt hier was ab. Wo zieht es mich hin oder wer zieht mich runter? Wo ist Risiko, wo ist Chance? Also ich sehe hier ganz viele Chancen, aber die Wäge, die Entscheidung fällt mir hier noch. Ja? Also die Entscheidung ist hier vielleicht gerade am Fällen. Wenn wir jetzt nehmen hier dies als Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, dann wird eine Entscheidung in der Zukunft fallen, für oder gegen etwas oder jemanden. Denn mit dem Sarg auf dem Kopf haben wir hier eben auch noch die Unentschlossenheit. Ja, wem gebe ich den Laufpass oder welchem Projekt oder welchem Arbeitgeber oder auch welchem Partner oder einer Freundschaft. Ja, das kann beides sein. Jetzt schauen wir mal weiter. Ja, die neue Ausrichtung mit dem Kompass, die Windrose. Wir haben in der Mitte übrigens auch die Sonne, sehe ich hier zum ersten Mal, wenn ich genau hingucke. Ja, die Sonne bist du selbst, so wie es aussieht. Du liegst noch auf dem Kopf, schaust allerdings Richtung Zukunft.
Oh, stimmt, da war ja noch was. Da war ein Herzmenschlein, sage ich jetzt mal, egal welche Richtung es ist. Es ist Freundschaft, Bekanntschaft, Partner, Wunschpartner, also Partner, wenn dann für die Singles vermutlich eher ein Partner, der derzeit nicht mehr so ganz partnerschaftlich an der Seite ist. Ein Ex sehe ich jetzt hier auch nicht unbedingt, nein, weil auch keine Wolken daneben sind. Wir haben die Kuckucksuhr mit Geduld und wir haben den Park Öffentlichkeit Internet auf dem Kopf. Also ich denke, dass meine lieben Singles in der Vergangenheit sich nach der Liebe gesehnt haben. Sie haben sich sehr gut stabilisiert, aus einer Instabilität raus, vielleicht auch aus alten Wunden, Verletzungen, von altem eben sich losgelöst, um hier wieder in die Heilung, ins Wachstum zu kommen. Ja, du stehst oder liegst hier vielmehr direkt vor der Gegenwart. Also du hast zuversichtlich nach vorne geschaut, hast gesagt, ja, alte Time, also alte Zeit, Old Time lasse ich hinter mir, ich richte mich jetzt neu aus. Ja, vielleicht sogar auch auf verschiedene Filter oder eben Auswahlmöglichkeiten. Vielleicht hast du mal ein bestimmtes Beuteschema gehabt oder so ungefähr eine Tendenz und hast jetzt gemerkt, nee, also irgendwie finde ich bei den Charakteren oder bei solchen Typen oder auch Mädels, je nachdem, auf wen ihr schaut, finde ich irgendwie nicht meine Zufriedenheit. Ja, die sind irgendwie crazy drauf oder irgendwie wie von einer anderen Welt, kann man auch sagen. Also es kann sein, dass hier die Filter, wie ich es immer gerne nenne, oder auch das Sieb anders gesetzt wird. Ja, vielleicht von dem Gröberen zu dem Feineren oder vom Feineren zum Gröberen oder wie man es auch immer nennen mag. Du schaust zuversichtlich in die Zukunft, lässt das Alte hinter dir, bist hier schon in Heilung gegangen in der Vergangenheit und möchtest jetzt eine feste Partnerschaft aufbauen oder Verbindlichkeit, Arbeitsvertrag oder was auch immer. Oder natürlich auf den Menschen, auf den du schaust. Dann möchte der Mensch hier, der hier als Dame dargestellt ist, in was Festes, Neues, Verbindliches, Verantwortungsbewusstes gehen. Also kein Latifari, keine F-Plus-Geschichten, keine Minijobs oder Teilzeitjobs oder irgendwann mal Springer oder irgendwie sowas sein, immer nur wenn man schnippt, ne, immer auf Abruf, sondern hier möchte jemand wirklich in die Verbundenheit und Verbindlichkeit gehen. Ich vermute, dass man diese Energie dann schlauerweise hinter sich lässt, also nicht annimmt. Das nehme ich so wahr, sondern eher die gemächliche Energie, weil hier haben wir auch eine schöne Linie, ja. Und das ist jetzt aktuell. Vielleicht hat der eine oder andere schon einen neuen Menschen kennengelernt, ja. Ihr schaut in die gleiche Richtung und das ist schon mal spitze, ja. Ihr seid quasi auf dem gleichen Niveau, auf dem gleichen Genesungslevel. Also ihr habt alte Verbindungen, altes losgelassen. Ihr seid jetzt konform, um miteinander eine schöne und lange Zeit, ja, tick, tack, tick, tack. Wenn die Uhr immer wieder aufzieht oder das Haus immer wieder renoviert, instand hält, dann hat es eine lange Zeit Bestand. Erst recht hier mit dem Anker drauf, ja, wo man sich eben verankert. Das heißt nicht, dass man unflexibel ist, unbeweglich, sondern der Anker, den kann man ja auch liften. Ja, der schaukelt hier ja auch. So, wenn er am Schiff ist, dann kann er ja frei hängen, frei schaukeln. Also, hier schaukelt sich vielleicht auch jemand vollends frei. Um hier mit dir oder du eben mit jemand in die Verbundenheit zu gehen. Ja, also ich finde hier mit der Geduld kann man ja ummünzen auch auf eine lange Zeit. Ja, was lange währt, wird endlich gut, kann man auch sagen. Ja, und hier kann etwas lange werden. Hier hat etwas wirklich Potenzial. Und zwar, wenn man Fremdenergien aussortiert, ja, weil hier der Park auf dem Kopf liegt, also hier ein gewisser Rückzug, aber dann in Zweisamkeit, nicht jeder für sich, sondern jetzt wirklich entscheidet, wohin möchte ich gehen, was ist mir wichtig, was ist mir unwichtig. Ja, man hat sich vielleicht erst connected übers Internet, aber dabei soll es nicht bleiben. Ja, man möchte eher das Physische, sich gegenseitig riechen, schmecken, fühlen, ansehen, Aura und so weiter. Ne, also alles einfach drumherum im Innen. Ja, das ist ja offen hier. Offen dieses Gewächshaus, da kann was wachsen. Ja, da ist warm und kuschelig und wuschelig und ja, wächst und gedeiht. Das ist offen, aber nicht mehr für alle. Ja, also da haben nicht mehr alle Fremdenergien, die einen auch nicht, die einem nicht gut tun, keinen Zutritt mehr. Ja.
Also ihr beide habt hier ein gutes Potenzial, hier zusammen Projekte anzugehen oder eben etwas zu starten oder auch die Partnerschaft in Form von Liebe hier wachsen zu lassen. Spiegelung schauen wir noch, du, Herz, dann die Holzkiste und ja, die Geduld oder der Geduldsfaden. Genau, und der Geduldsfaden, der reißt hier nicht, ja, weil Sarg liegt ja auch auf dem Kopf. Du hast mächtig Geduld, der Mensch vielleicht auch. Ja, vielleicht seid ihr beide schon länger Singles oder länger auf einer Berufungssuche, neue Projekte, neue Ziele angehen, die Visionen vervollständigen. Das finde ich richtig toll. Also connecten, die Kommunikation ist hier ja im Unterdeck, das Hauptthema. Die Kommunikation erstmal aussortieren, wohin möchte ich? Sind wir auf dem gleichen Level? Sind wir auf dem gleichen Heilungsniveau? Auch können wir jetzt mit beiden Händen die Zukunft quasi einladen, und die Gegenwart berühren und fassen, oder ist man da immer noch im alten Sumpf zum Rühren? Das sehe ich hier aber nicht. Also ich sehe hier wirklich, dass hier Altes und Ungesundes aussortiert wird. Ja, die Masken werden hier fallen, oder aber man braucht sie gar nicht. Man outet sich gleich so, ja. Wir haben das Treffen auf dem Kopf, die Sonne noch auf dem Kopf und den Turm richtig rum. Also, man trifft sich hier. Kann sein, dass man vielleicht nochmals ja, ein paar Nächte drüber geht oder sich eben öfters mal trifft und ja, dann eben aussortiert. Läuft's oder läuft's nicht? Kann man da was aufbauen oder kann man hier nichts aufbauen? Aber ich sehe es hier echt positiv. Und dann schauen wir jetzt noch mit den Meerjungfrauen rein, was denn hier für Energien drauf sind. Ja, mit der Zahl 17. Die 17 ist die Veränderung mit den Störchen. Und Quersumme 8 wäre wieder der Sarg. Abschiedsgruß an den Mond. Würdige das Mondlicht, erfreue dich an den Zyklen. Also das heißt, altes Würdigen. Ja, die alten Verschmutzungen, Verkrustungen loslassen, sich reinwaschen mit einem neuen Zyklus, was der Ring ja auch heißt. Neuen Zyklus beginnen gemeinsam. Die Schattenthemen sind ja auch mit dem Mond dargestellt. Das heißt, man lässt wirklich den Morast hinter sich. Ja, den Morast haben wir nämlich hier noch am Unterdeck. Er hat mich echt lang jetzt Überwindung gekostet, es umzudrehen mit der Zahl 33. Das wäre dann der Schlüssel mit Sicherheit. Quersumme 6, die Wolken will man hinter sich lassen. Wolken sind auch ex-ehemalige Energien, schwierige Energien, belastende Energien. Experimente, Manipulation der Natur, Veränderungen erzwingen Grausamkeit bei der Suche nach Wissen, Überheblichkeit. All das lässt man jetzt hinter sich. Ja, verletzlich zeigen, das darf man jetzt wieder. 39, Quersumme 12, Aufregung, Nervosität, rosarote Brille lässt man. Die Schmetterlinge im Bauch können aber hochkommen. Öffne dein Herz. Erlaube dir, empfindsam und zärtlich zu sein. Das finde ich doch richtig klasse. Also wir drehen es um, die negativen Schattenenergien. Es darf jetzt in den neuen Zyklus gehen, in den Sonnenschein und in eine Neumondphase. Guti, würde ich sagen, wir nehmen noch die Runen dazu und dann machen wir hier mal ein bisschen früher Schicht im Schacht. Ja. Welche Rune liegt hier auf der Zukunft? Wow, die Lagus, ja, die Wasser. Fließenergie, die Heilung, die Erneuerung, die Lebenskraft, die Träume, Fantasien, Mysterium, ja, Erneuerung, Lebenskraft, super, passt super in die Mitte rein. Das heißt, man erneuert sich hier rund, Runderneuerung, ja, wie bei den Reifen. Das heißt, ja, der Kern bleibt in einem drin, ja, man bleibt ja, wie man ist, sonst würde man sterben, aber man erneuert so quasi das Profil, ja, man richtet sich neu aus, auch mit dem Kompass hier, neue Schritte, neue Wege, neue Möglichkeiten, neue Menschen, neue Verbindlichkeiten, neue Verbundenheit, neue Partnerschaften, wo auch immer ihr hier drauf schaut, in diesem Sinne. Sage ich ein liebes Dankeschön für jegliche Art der Unterstützung. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, Glöckchen drücken und freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dann. Tschüssi, eure Orakelnixe.